Ich habe auf ein Video drauf geklickt, weil da stand drauf, Swingtanzen verboten. Da dachte ich, oh, das interessiert mich natürlich. Aber in dem Video, da ging es dann um was ganz anderes. Der hat irgendwie ganz andere Sachen erzählt. Und das hat ein bisschen länger gedauert, aber dann kam er doch noch zum Thema. Es gibt ein ganz interessantes Schild, was eigentlich so eine Art Meme von früher war. Nämlich, da steht also in der altdeutschen Schrift, ja, dieser Fraktur. Falsch. Das ist keine Frakturschrift. Ich hatte das mal nachgebaut vor einiger Zeit. So würde das aussehen mit Frakturschrift. Und das hier ist das legendäre Originalschild von dem Schallplattencover. Dieses andere Schild mit der roten Schrift, das ist irgendeine Nachbildung der Nachbildung, keine Ahnung. Und diese Schriftart vom Originalschild sieht eher aus wie Tannenberg, jedenfalls nicht wie Fraktur. Es gibt auch noch eine andere Schriftart, die so ähnlich aussieht. Und die wird vielleicht sogar schneller gefunden von der heutigen HJ. Das Interessante bei diesem Schild ist, obwohl das ganz viele kennen, das gab es wohl in der Form überhaupt nie. Ich verlinke Ihnen da mal so einen Artikel dazu, der für meine Begriffe relativ interessant ist. Das steht in der Videobeschreibung unten drin, also eine der Sachen mal nachgegangen. Nein, dieser erwähnte Artikel ist sehr unglücklich. Und zwar, das war folgendes, der Autor, der diesen Artikel geschrieben hatte, der hatte irrtümlicherweise angenommen, dass es damals keine Verbote gegeben hätte. Er hatte irrtümlich gemeint, es gab keine Verbote damals, warum auch immer. Und das hat er dann aber hinterher korrigiert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Er hatte das korrigiert. Aber leider der gesamte Artikel, der atmet immer noch den ganzen Spirit, dass es keine Verbote gegeben hätte. Man spürt immer noch diesen Vibe, es hatte keine Verbote gegeben. Hinter jeder Zeile schlummert das ein bisschen. Und der Höhepunkt, oder eher vielleicht der Tiefpunkt, das war dann folgendes. Da hat er die Schlussfolgerung gezogen, dass man das Swingtanzen sowieso nicht verbieten musste, weil das ja eh niemand praktiziert hat. Er meinte, das war kein Massenphänomen und dass das sowieso niemand tanzen wollte und dass man es deswegen auch nicht verbieten musste. Ich weiß auch nicht, warum der sowas geschrieben hat. Die Nationalsozialisten hielten es offenbar für eine Notwendigkeit, das Swing-begeisterte Volk zu disziplinieren. Wer sich nur ganz oberflächlich mit dem Thema beschäftigt, findet doch als allererstes das berüchtigte Schreiben von Himmler. Und beziehungsweise 1941 hatte Staatssekretär Leopold Gutterer den Polizeichef Heydrich schriftlich aufgefordert, sich nachdrücklicher um das Hamburger Problem zu kümmern. Dann hatte Reichsjugendführer Axmann 1942 den Reichsführer Himmler auf die Swingjugend hingewiesen. In Hamburg hat sich in den Oberschulen bzw. der Jugend der Kaufmannschaft eine sogenannte Swingjugend gebildet, die zum Teil eine anglophile Haltung zeigt, da die Tätigkeit dieser Swingjugend in der Heimat eine Schädigung der deutschen Volkskraft bedeutet, halte ich die sofortige Unterbringung dieser Menschen in Arbeitslager für angebracht. Und dann am 26. Januar 1942 aus dem Führerhauptquartier hatte dann Himmler dieses Schreiben geschrieben. Lieber Heydrich, Swingjugend, bla bla bla, Redelsführer, Swingjugend, Konzentrationslager, Prügel, Konzentrationslager. Ja, also das Schreiben kennt wahrscheinlich jeder. Von den Jugendlichen wurden mehrere hundert, zumindest zeitweise, dann verhaftet, wahrscheinlich im Polizeigefängnis Fuhlsbüttel festgehalten und einige von ihnen in Lager wie Moringen, bei Göttingen, Uckermark, Ravensbrück und Neuengamme verbracht und dort teilweise als politische Häftlinge eingestuft. Und die waren zum größten Teil, boah, draußen ist schon dunkel inzwischen, ich werde das Video heute wohl nicht mehr hochladen können. Wahrscheinlich dann am Montag. Eigentlich wollte ich jetzt schlafen. Die Hollywood-Filme hatten wahrscheinlich den entscheidenden Beitrag zum Bekanntwerden des Swing-Tanzes bei den Massen des deutschen Volkes geleistet. Und so 1937 war dann in allen größeren Städten und auch in mittleren Städten der Swing-Tanz zu entdecken. Und es sind damals wie heute nicht nur Jugendliche oder Plattensammler, die sich für heiße Musik interessieren. Das sind auch junge Erwachsene und Junggebliebene, die tanzen wollen. Der Kulturwissenschaftler Dr. Guido Fackler schreibt zum Beispiel von einer Massenbewegung. Ich weiß wirklich nicht, warum er geschrieben hat. Das wäre kein Massenphänomen gewesen. Das ist wirklich sehr komisch.
Und in diesem Buch wird sogar darauf hingewiesen, doch der Nationalmassenphänomen. Da sollte jeder mal reinschauen, der sich für das Thema interessiert. Nur so ein kleiner Tipp. Wer möchte, kann auch hier mal reinschauen. In diesem etwas verfrühten Nachruf auf den Jazz ist sogar von einer regelrechten Tanzwut die Rede, als Reaktion auf den Großen Krieg. Das war dann vielleicht der Charleston. Und dass diese Tanzwut mit ein Grund sei, warum der Jazz nicht schon früher ausgestorben sei, weil das wurde dann immer weiter getanzt, bis dann der Swing kam. Und Reinhold Sommer, der Berliner Gauobmann der Fachschaft Tanz in der Reichstheaterkammer, wer kennt ihn nicht? Die meisten wahrscheinlich durch das Buch Der Tanz im Selbstunterricht. Der schrieb in der Berliner Nachtausgabe vom 11.09.1937, der Swing beschert. Und es ist nicht zu leugnen, dass dieser Tanz in sämtlichen Beinen und Köpfen der europäischen Tänzer swingt. Man tanzt ihn überall und es ist nicht zu viel gesagt, wenn man von einer Swing-Manie spricht. Und als sogar Stimmen aus der Tanzlehrerschaft zu hören waren, den Swing als Tanz ins Programm aufzunehmen, machte Tanzspezialist Rudolf Kunz das Versagen bei der Schaffung eines neuen deutschen Schwungtanzes dafür verantwortlich, dass der Swing-Bacillus wirken konnte. Die meisten kennen ihn sicher durch das musikalische Jahrbuch. Und wer kennt ihn nicht? Bei August Burger, dem Leiter der Reichsfachschaft Tanz in der RTK, war sogar von einer Parkettseuche die Rede. Swing entspräche in keinster Form dem deutschen Bewegungsideal und ließe sich, anders als Foxtrot oder Tango, nicht kultivieren und in den Kreis der Standardtänze aufnehmen. Ich fasse jetzt nicht mehr zusammen. Swing, Manie, Massenphänomen, Swing, Parkettseuche. Das scheint wohl doch ein Massenphänomen gewesen zu sein. Okay, gucken wir mal, was da sonst noch so steht. Unser damaliger Chef Kurt Richter erinnerte sich an solche Verbotsschilder und gab unserem Tatsachen-Sachbearbeiter Sick, was heißt denn das? Was heißt das eigentlich, Sick? Sick steht beim Zitieren dafür, dass die zitierte Person ein Wort benutzt hat, welches es in der deutschen Sprache nicht gibt. Falsch. Sick bedeutet nicht, dass es das Wort in der deutschen Sprache nicht gibt. Sick bedeutet, dass es sich um ein originalgetreues Zitat aus der Quelle handelt und nicht um einen vermeintlichen Rechtschreibfehler. Es kann sich durchaus um ein Wort handeln, das es in der deutschen Sprache gibt, jedoch falsch oder grammatikalisch unglücklich platziert wurde. Boah, dümmer geht's nimmer. Steht beim Zitieren dafür, dass die zitierte Person ein Wort benutzt hat, welches es in der deutschen Sprache nicht gibt. Das stimmt. Oh, das muss ich zurücknehmen. Das dümmer geht's nimmer muss ich hier zurücknehmen. Ich muss mich entschuldigen bei Alicia. Entschuldigung. Da war ich wohl etwas vorschnell mit dem dümmer geht's nimmer. Entschuldigung. Okay, jetzt gucken wir mal in die SIG, in die Originalquelle, was da steht. Da steht ja gar nicht Tatsachen-Sachbearbeiter. Da steht Taschensachbearbeiter. Boah, das hat mich wirklich sehr betroffen gemacht, dass wenn jemand so einen Artikel schreibt und das dann veröffentlicht im Internet vor einem Millionenpublikum, dass der sich dann nicht mal die Mühe macht, sich wenigstens so weit zu konzentrieren, dass er richtig lesen kann. Boah, das ist wirklich eine ganz traurige Geschichte. Okay, ganz am Ende, da ging es dann noch ein bisschen weiter. Und in dem Augenblick, wo man merkt, wir sind hier in Grenzfällen angekommen, bei denen man sagen muss, ja Moment mal, das sind doch eigentlich Sachen, die wir jahrzehntelang hinweg für etwas Falsches gehalten haben. Warum sollte das seit jetzt Jahrzehnten? Was meint er jetzt mit Jahrzehnten? Lanzer oder Störkraft, die sind doch seit Jahrzehnten verboten. Und das Horst-Wessel-Lied vielleicht sogar schon länger. Das war doch schon immer so, dass die Verbreitung von indiziertem Zeug, dass das verboten ist. Hä? Wirklich mal darüber nachdenken muss, ob man nicht einfach komplett im Augenblick einem Irrweg folgt. Und im Augenblick? Was meint er mit im Augenblick? Claudia hat einen Schäfer und das wurde vor 40 Jahren verboten. Und der Herr Professor sieht so aus, als ob er vor 40 Jahren schon gelebt hatte.
vor 70 Jahren, 80 Jahren mindestens. Und trotzdem tut er so, als ob das alles erst gestern verboten wurde. Das ist irgendwie sehr merkwürdig. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, was das alles zu bedeuten hat. Ja, das war jetzt das Video, das mir mein Wochenende versaut hat. Okay, ich muss ja noch eine Notiz machen, dass ich unten meine Kontonummer reinschreibe, damit ihr mir Geld überweisen könnt. Das ist es, worum es mir geht. Geld, Geld, ich will euer Geld. Schickt mir Geld, Geld, Geld.